Ich nehme lieber die Treppe. Der Rezeptionist könnte mir weiterhelfen. Ich suche seit Wochen. Hoffe, ich habe diesmal Erfolg. Lauren Winter, klingelst du da? Nein, eher nicht. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt! 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Ich muss geschickt vorgehen, um etwas aus ihr rauszukriegen. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie! Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun! Mein Sohn ist tot! Verstehen Sie? Er ist tot! Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot. Was ändert das noch? Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Was wollen Sie wissen? Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Wer braucht den schon? Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier.
Ich lasse meine Karte auf dem Küchentisch. Man weiß ja nie. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Ich habe nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Es bringt nichts, Sie zu drängen. Sie sagt mir nichts mehr. Ich muss hier weg. Ja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Verdammtes Asthma. Und das Sauwetter macht es auch nicht besser. Der Kerl ist gewaltsam in Laurens Zimmer eingedrungen. Klingt, als ob der gerade umgeräumt wird, aber nicht auf die nette Art. Ich muss zurück und Lauren helfen. Der Typ macht sie fertig. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Mir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Du wieder? Wir sehen uns noch, Arschloch. Geht's Ihnen gut? Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke.